is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Versiegelung und Spätregen. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Bevor das Werk Gottes abgeschlossen und die Versiegelung des Volkes Gottes beendet ist, werden wir die Ausgießung des Geistes Gottes empfangen. Himmlische Engel werden unter uns sein. Unser himmlischer Vater verlangt von uns nicht Dinge, die wir nicht tun können. Er möchte, dass sein Volk ernstlich daran arbeitet, die Absichten, die er für es hegt, zu verwirklichen. Sie sollen Kraft erbitten, Kraft erwarten und Kraft empfangen, damit sie zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi hingelangen können. Nicht alle Gemeindeglieder pflegen die persönliche Frömmigkeit. Deshalb begreifen sie ihre persönliche Verantwortung nicht. Sie sind sich nicht bewusst, dass es ihr Vorrecht und ihre Pflicht ist, das hohe Niveau christlicher Vollkommenheit zu erreichen. Blicken wir dem Spätregen entgegen und hoffen zuversichtlich auf bessere Zeiten, in der die Gemeinde mit Kraft aus der Höhe erfüllt und dadurch noch besser für die Arbeit ausgerüstet sein wird? Der Spätregen wird niemals die Trägen erfrischen und stärken, die ihre von Gott gegebenen Kräfte nicht einsetzen. Wir haben die reine und lebensspendende Atmosphäre, die das geistliche Leben nährt und stärkt, bitter nötig. Wir brauchen eine größere Ernsthaftigkeit. Die feierliche Botschaft, die uns an die Welt aufgetragen ist, soll mit größerem Eifer verkündet werden, ja mit einer Intensität, die Ungläubige beeindruckt und sie zu der Einsicht führt, dass der Höchste mit uns arbeitet und die Quelle unserer Tüchtigkeit und Stärke ist. Setzt ihr all eure Kräfte ein, um die verlorenen Schafe zur Herde zurückzubringen? Tausende und Abertausende sind unwissend und könnten gewarnt werden. Betet wie nie zuvor um die Kraft Christi. Bete um die Eingebung durch seinen Geist, damit ihr mit dem Wunsch erfüllt werdet, die zu retten, die am Umkommen sind. Lasst das Gebet zum Himmel steigen. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse uns sein Antlitz leuchten, dass man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. The Lord is coming. Are you ready?